Moin Ladies, ich bin's wieder, euer Chris und herzlich willkommen zu Unicorn. So, das Wochenende steht vor der Tür und natürlich bin ich dann auch wieder am Start, Freitag 18 Uhr, wie immer. Ja, heute möchte ich mit euch nochmal ein wenig auf das Thema Schablone eingehen. Da kamen zum einen von euch einige Fragen noch bei Facebook, Instagram und natürlich auch in den Kommentaren. Wie klebe ich die Schablone am besten bei Nagelbeißern zum Beispiel oder bei schiefen, krummen Nägeln, wenn die von Natur aus schief und krumm wachsen. Oder was mache ich bei extrem langen Nägeln? Wie mache ich da am besten die Schablonenverlängerung? Worauf muss ich achten? Und zum Zweiten mache ich dieses Video, weil ich faul bin. Und deshalb möchte ich mit euch das Ganze in diesem Video noch einmal komprimiert zusammenfassen, damit ich es nicht bei jedem Nagelformvideo von neuem nochmal durchkauen muss. Und ja, starten wir doch einfach jetzt. Aber was braucht ihr eigentlich dafür? Ihr braucht zum einen auf jeden Fall Schablonen, um den ganzen Bums zu verlängern. Ich habe diese hier von Jollifeen mir bestellt. Link ist unten in der Beschreibung drin. Die kleben wirklich sehr gut. Sind jetzt keine Schablonen für extrem lange Nägel, sondern so Standardschablonen möchte ich sie mal nennen. Es gibt auch noch Schablonen, die sind doppelt so lang. Aber da ich keine Wettkampfnägel mache, brauche ich die nicht. Deshalb habe ich mir die Standard-Dinger bestellt. Dann braucht ihr natürlich noch Gel, was ihr dann zur Verlängerung benutzt. Ich benutze hier das Gel von Fingerspitzengefühl. Das ist ein Camouflage-Gel, ein Fiberglas-Camouflage-Gel. Fiberglas ist für Schablonverlängerung natürlich perfekt geeignet, da es nicht wieder so leicht in die Ursprungsposition zurückgeht, wenn ihr das Ganze pinchen wollt. Zum Zweiten ist es natürlich super, da es Fiberglas verstärkt ist, das sind diese kleinen Partikel in dem Gel. Dadurch kann das Gel nicht so schnell brechen und ihr habt ein bisschen mehr Stabilität in dem Ganzen drin. Zum Pinchen brauchen wir dann noch die Pinchzette und die Pinchklemme. Die habe ich mir auch von Jollifeen bestellt. Ist eigentlich ganz gut zum Gebrauchen und Link ist unten in der Beschreibung drin. So, wir haben jetzt erstmal den Nagel vorbereitet, ganz normal mit Primer, Haftgel und natürlich auch gefeilt und die Nagelhaut zurückgeschoben. Wer nicht weiß, wie das richtig funktioniert, also den Nagel vorbereiten, der darf gerne mal in dieses Video reinschauen. So, also ich habe hier meine ganz normalen Standardschablonen, die ich mir mal von Jollifeen organisiert habe. Ja, das sind erstmal ganz normale Schablonen, keine Extralänge oder irgendwie sowas. Die werden wir heute benutzen. Ich zeige euch jetzt erstmal die häufigsten Fehler, die meisten machen, die ich so beobachtet habe in den letzten Jahren. Und ja, starten wir doch erstmal. So, viele machen zum Beispiel den Fehler, dass sie die Schablone versuchen mit zwei Fingern irgendwie so an den Nagel anzupassen. Funktioniert natürlich nicht, weil ihr braucht eine Hand von euch am Finger der Kundin und eine Hand, die Schablone kontrolliert. Das heißt, ihr solltet sie so anfassen, einfach mit dem Daumen und dem Zeigefinger und das Ganze dann so unter den Nagel schieben. Mit den beiden Fingern dann einfach das Ganze festdrücken, den Finger so ein bisschen kontrollieren und mit der anderen Hand einfach die Schablone drunter schieben und dann festdrücken. Der zweite Fehler, der häufig auftritt, ist, dass viele zu hektisch sind. Also die ziehen sich die Schablone ab und dann fangen sie an, hier ganz wild und schnell dran rumzudrücken. Lasst euch bloß Zeit dabei. Also gerade beim Anfang, wenn ihr das noch nicht so oft gemacht habt, braucht ihr Übung. Und da arbeitet lieber langsam und exakt, als zu schnell und dann zu ungenau. Ja, also so sollte sie auf keinen Fall sitzen. Der nächste Fehler, der vielen passiert, ist, dass sie die Schablone schief
auf den Nagel drauf machen. Also die Schablone hat hier eine Mittellinie und die sollte gerade mit dem Finger sein. Das heißt, wenn ihr die jetzt hier dran setzt, sollte sie möglichst mittig am Nagel sitzen. Ja, also nicht irgendwie so schief drauf, denn das kriegt ihr nicht wieder schön gefeilt und das sieht auf jeden Fall scheiße aus. So, der nächste Fehler, den viele machen, ist, dass sie die Passgenauigkeit nicht genau im Auge haben. Das heißt, die Schablone muss ziemlich genau unter dem Nagel sitzen. Das heißt, hier darf keine Lücke sein. Unter dem Nagel darf keine Lücke sein, also zwischen Nagel und Schablone darf keine Lücke sein. Genauso wie auf der anderen Seite darf keine Lücke sein. Also da müsst ihr wirklich darauf achten, dass ja, es ist nicht extrem schlimm, wenn da mal eine Lücke ist zwischen Nagel und Schablone. Bei manchen Nagelformen ist das halt so. Wie zum Beispiel die Edge-Form. Da entsteht halt mal eine kleine Lücke. Das ist jetzt nicht so tragisch, das fräst man dann später weg. Aber generell solltet ihr versuchen, dass möglichst die Schablone perfekt unter dem Nagel sitzt. Damit da kein Gel drunter laufen kann, denn sonst habt ihr unten so eine dicke Kante, wo sich gerne mal Dreck drunter sammeln kann. Und ja, möglichst passgenau arbeiten. Der nächste Fehler, den die meisten machen, ist, wenn sie, das gehört auch ein bisschen zur Hektik dazu, wenn sie zu hektisch sind, dann knicken sie meistens die Schablone hier vorne sehr stark ein. Ja, das ist natürlich blöd, wenn ihr einen runden Nagel machen wollt, denn so kriegt ihr keine vernünftige C-Kurve hin, beziehungsweise einen vernünftigen Tunnel, weil das wird kein Tunnel oder irgendwie sowas. So, jetzt zeige ich euch, wie ihr es richtig machen solltet. Fangen wir mal an mit der Schablone. Ihr zieht die erstmal ab und dann ist hier dieser Kreis, den klebt ihr hier hin, möglichst mittig, denn so haben wir eine bessere Stabilität und können die C-Kurve dann besser ausformen. So, dann wollen wir das Ding an den Nagel anpassen. Erstmal so provisorisch einmal gucken, wie die sitzt. Ja, bei dem Nagel ist es eigentlich schon ganz okay. Ich würde jetzt sagen, dass wir die Schablone hier noch ein wenig ausschneiden, das heißt ein Keil reinschneiden, da wir auf der Seite ein bisschen tiefer kommen wollen und auf der Seite ein bisschen tiefer kommen sollen, damit die Schablone wirklich perfekt unter dem Nagel sitzt. So, dann nehmt euch einfach eine Nagelschere und schneidet hier einen kleinen Keil rein. So, somit kommen wir dann mit der Schablone tiefer unter den Nagel und können sie damit besser an den Nagel anpassen. So, dann fasst ihr die Schablone am besten mit dem Zeigefinger und dem Daumen, also nur mit einer Hand an. Mit der anderen Hand kontrolliert ihr den Finger der Kundin und dann schiebt ihr die Schablone einfach unter den Nagel und dann drückt ihr sie die Flügel vorne möglichst mittig zusammen und dann passt ihr das Ganze weiter an den Nagel an. Wenn ihr den Nagel dann wenn ihr die Schablone dann unter dem Nagel habt, dann achtet darauf, dass, wie gesagt, hier unten drunter zwischen Nagel und Schablone keine große Lücke klafft. Genauso wie hier an den beiden Seiten sollte es schön abgeschlossen sein. Hier sollte keine Lücke irgendwie sein, wo der Nagel plötzlich aufhört. Das heißt, hier sollte überall die Schablone unter dem Nagel sitzen, damit ihr das Gel dann gleich vernünftig auftragen könnt. Außerdem sollte die Schablone möglichst gerade mit dem Nagel gehen und entweder gerade oder ein bisschen nach unten zeigen. Auf keinen Fall nach oben, denn dann kriegt ihr so Sprungschanzennägel und das sieht doof aus. Dazu muss ich sagen, bei manchen Nagelformen, bei so speziellen Dingern, ist es manchmal vonnöten, dass die Schablone nach oben zeigt. Aber das ist wirklich sehr selten der Fall. Also ihr solltet wirklich entweder gerade
oder ein wenig nach unten zeigen. So, jetzt werden wir einmal das Gel auftragen. Wie gesagt, Haftgel ist schon drauf. Ich werde heute das Fiberglasgel von Fingerspitzengefühl nehmen. Das ist ein Naturpink Camouflage Gel, damit wir dann keinen Übergang sehen oder keinen Glasnagel haben quasi. Also, dass das Gel schön den Nagel abdeckt. Ich werde jetzt erstmal eine dünne Schicht von dem Fiberglasgel auf den Naturnagel auftragen. Dabei wieder aufpassen, dass ihr nicht an die Haut kommt. Ganz wichtig. Wirklich versuchen, den Nagel überall zu treffen. So, und dann fangen wir an mit dem Gel. Ihr könnt natürlich jedes Gel nehmen, was ihr da habt, uns den Nagel zu formen, den wir haben wollen. Ich möchte heute hier etwas länger werden. Ihr könnt euch hier dann an diesen Linien orientieren. Das ist immer ganz, ganz nett, damit jeder Finger gleich wird. Und dann arbeitet ihr euch langsam zu der Nagelform, die ihr haben wollt. Generell solltet ihr gucken, dass es ein bisschen breiter wird, nicht zu schmal werden, denn wenn ihr zu wenig Gel auftragt und die Schablone dann ab ist und ihr merkt dann später, da fehlt noch ein bisschen was, dann müsst ihr natürlich wieder eine Schablone draufkleben und das spart ihr euch am besten, indem ihr einfach ein bisschen mehr Gel auftragt, als ihr benötigt. Dabei auch nicht zu dünn werden, denn wenn ihr zu dünn werdet mit dem Gel dann, und ihr die Schablone abzieht, dann kann es natürlich passieren, dass die Verlängerung, die Gelverlängerung auch mit abgeht. Das wollen wir natürlich vermeiden, deshalb nicht zu dünn arbeiten, ruhig ein bisschen mehr drauf und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Gerne hier auch nochmal auf dem Übergang ein bisschen mehr drauf machen, wie gesagt, damit es nicht abbricht. In der Länge ein bisschen mehr drauf machen, denn lieber ein bisschen feilen, als dass ihr dann noch mal eine Schablone ansetzen müsst. So, da wir das Ganze dann auch noch pinchen wollen, kommt der Finger jetzt erstmal für 20 Sekunden in die Lampe, damit das Gel nicht ganz durchhärtet, denn wir wollen den Nagel ja auch noch ein bisschen zusammendrücken. So, das Gel ist aus der Lampe raus. Jetzt könnt ihr noch einen Test machen, ob euch das Gel zu flüssig ist oder nicht. Ja, wie erkennt man das am besten? Einfach mal so ein bisschen reinpikern. Wenn das Gel noch Fäden zieht, dann ist es auf jeden Fall noch nicht richtig durchgehärtet. Aber das sieht hier ganz gut aus. Es ist noch ein bisschen weich, aber nicht zu hart. Das passt ganz gut. Dann werde ich mir jetzt hier die Schablone abtrennen. Einfach mit einem Nailer-Tool drunter gehen unter die Schablone und schon mal lösen. Dann die Seiten abnehmen und das Ganze nach unten hin wegziehen. Dann nehme ich mir die Pinchzette und drücke mir den Nagel schon mal, forme mir den Nagel schon mal so ein bisschen in die Richtung, wie ich es gerne hätte. Einfach das Ganze so ein bisschen zusammendrücken, sodass die C-Kurve schön ausgebildet wird. Und dann nehme ich mir die Pinch-Klemme und setze sie dann ganz einfach am Nagel an. Und dann kann das Ganze in die Lampe zum kompletten Aushärten. Aber wozu pinchen wir eigentlich? Wir pinchen natürlich zum ersten, um den Nagel schöner aussehen zu lassen, denn der Nagel wird dadurch schmaler. Bietet sich super beim Mittelfinger zum Beispiel an, denn der ist von Natur aus
meistens etwas breiter und dadurch machen wir ihn natürlich auch ein bisschen schmaler. Und zum Zweiten, um den Nagel mehr Stabilität zu geben, denn die C-Kurve ist essentiell für die Stabilität des Nagels und mit dem Pinschen können wir die C-Kurve besser ausarbeiten. Bevor wieder irgendwelche Beschwerden kommen, mit C-Kurve meine ich natürlich auch den Tunnel. Wenn ihr die Pinschklemme neu habt, dann ist die hier auf den Auflageflächen sehr glatt. Nehmt euch einfach eine alte Feile und raut euch diese Oberfläche ein bisschen an. So könnt ihr sicher sein, dass euch die Pinschklemme nicht vom Nagel rutscht, während die Kundin in der Lampe ist. Und ja, macht das einfach mal. Dann nehmt ihr euch das Ganze aus der Lampe raus und entfernt natürlich auch die Pinschklemme. Und dann haben wir unseren verschmälerten Nagel schon mal soweit fertig. Ich persönlich mache dann jetzt nochmal eine dünne Schicht Gel drüber, um den Nagel noch ein bisschen zu festigen und dafür zu sorgen, dass er nicht wieder in die Ausgangsposition zurückgeht. Das heißt, einfach nochmal eine dünne Schicht von dem Gel drauf. Ihr könnt jetzt natürlich auch noch so kleine Unebenheiten, falls ihr da irgendwo Beulen drin habt oder so, die könnt ihr jetzt natürlich noch ausgleichen, indem ihr es ein bisschen dicker drauf macht. Ganz wichtig, wieder nicht an die Haut kommen. Und dann wieder ab in die Lampe. Wenn das Ganze dann komplett ausgehärtet ist, nehmt euch den Finger einfach aus der Lampe raus und dann können wir anfangen, den Finger nachzufallen. Jetzt ist es so, wenn ihr einen Fullcover machen wollt, das heißt den Nagel später lackieren wollt, könnt ihr jetzt direkt das Aufbaugel drauf machen, dann spart ihr euch einen Feilschritt. Ansonsten, wenn ihr jetzt French machen wollt, würde ich jetzt den Nagel schon mal in Form feilen, dann den French machen und dann das Aufbaugel. Den Nagel beim Nachfeilen dann an die Form anzupassen, funktioniert meistens nicht so gut, da ihr euch dann meistens das French wegfeilt oder was auch immer ihr da drauf habt. Deshalb würde ich jetzt wirklich die richtige Form schon einmal vorbereiten. Ich möchte jetzt hier eine Mandelform haben, das heißt, ich falte mir den Nagel jetzt erstmal Stück für Stück von der Seite her zur Form hin. Wer noch ein bisschen Probleme beim Feilen hat, soll sich einfach mal meine Feilvideos anschauen, die werde ich hier oben in der Ecke nochmal verlinken. Dann feile ich einfach nochmal auf dem Nagel ein wenig, um so kleine Unebenheiten wegzubügeln. Und raue mir den Nagel dann einmal komplett mit dem Buffer einmal an. Hier solltet ihr natürlich zusehen, dass ihr die Form möglichst perfekt schon mal trefft. Ich mache den Nagel immer ein bisschen schmaler, als er eigentlich sein soll, denn es kommt ja noch ein Haufen Gel drauf und umso mehr Gel drauf kommt, umso breiter wird der Nagel natürlich. Deshalb versuche ich ihn jetzt schon mal ein bisschen schmaler zu fallen, als er eigentlich werden soll, um den Ganzen dann so ein bisschen entgegenzuwirken. So, das war es jetzt erstmal mit so einer Standardverlängerung. Kommen wir jetzt mal auf das Thema Nagelbeißer zu sprechen. Bei Nagelbeißern, also wenn es wirklich extrem abgekaute Nägel sind, würde ich eher dazu tendieren, einen Tipp zu kleben und das Ganze dann alle 2 Wochen aufzufüllen, bis der Nagel lang genug ist für eine Schablonverlängerung. Aber es gibt trotzdem noch Leute, die möchten das dann ganz gerne mit einer Schablonverlängerung machen. Und darauf möchte ich dann jetzt nochmal eingehen.
Da ich jetzt hier niemanden habe, der abgefresste Fingernägel hat und ich meine eigentlich auch nicht abfressen wollte, werde ich versuchen, euch das Ganze an ein paar Grafiken zu erklären. Ja, ich hoffe, es kommt verständlich rüber, sodass das auch wirklich jeder nachbasteln kann. Falls nicht, gerne Fragen unten in die Kommentare oder einfach mal bei Facebook oder Twitter, Instagram natürlich auch gerne Fragen stellen. Bei Nagelbeißern würde ich euch empfehlen, ein gut deckendes Camouflage-Gel erstmal zu wählen, um den Nagel zu verlängern, damit wir den Übergang nicht sehen zwischen Naturnagel und dem Gel. Ich würde euch das Gel wirklich von Fingerspitzengefühl empfehlen, denn das deckt wirklich gut ab, ist auch ein Fiberglas-Gel, das heißt, es hält auch gut und ja, unten Link ist unten in der Beschreibung drin. Und wenn es noch vertretbar ist, den Nagel mit einer Schablonenverlängerung zu verlängern, müssen wir jetzt natürlich erstmal eine Fläche schaffen, um die Schablone unter den Nagel zu kriegen. Dafür müssen wir jetzt erstmal den Nagel vorbereiten. Das heißt, anfeilen, leicht anfeilen natürlich, nicht zu stark. Dann Primer, Haftgel, aushärten lassen das Ganze und dann fangen wir an mit dem Make-up-Gel einmal komplett den Nagel einzustreichen, beziehungsweise das, was übrig ist vom Nagel. Und dann müsst ihr mit dem Make-up-Gel vorne auf die Haut zur Nagelspitze hin etwas Make-up-Gel auftragen. Ruhig ein bisschen dicker, damit wir eine schön stabile Oberfläche kriegen. Jetzt natürlich kein Aufbau modellieren, sondern wirklich nur leicht dicker, so ein Millimeter dick ungefähr. Und da schon mal auf die Haut etwas Gel zu modellieren. Und das brauchen wir dann gleich, um die Schablone unter den Nagel zu kriegen. Wenn ihr das Gel auf die Haut auftragt, solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr nicht zu wenig auftragt. Das heißt, ihr solltet in der Breite des Nagels bleiben und vielleicht sogar ein bisschen darüber hinausgehen. Nicht, dass ihr dann plötzlich zu wenig Gel habt und an einer Ecke fehlt dann etwas, denn dann müsstet ihr das Ganze nochmal ausbessern. Ist das Ganze dann einmal komplett ausgehärtet, müssen wir jetzt die Haut von dem Gel lösen vorne an der Spitze. Das heißt, ihr nehmt euch einfach ein Nail-Art-Tool und drückt die Haut ein wenig vom Gel ab. Und schon habt ihr eine Fläche, wo wir die Schablone unter das Gel schieben können. Und ihr seid ready, um die Schablonenverlängerung zu machen. Das heißt, die Schablone einfach unter das Gel schieben und dann könnt ihr den Nagel ganz easy verlängern. Bei Nägeln, die zum Beispiel schief wachsen, zur Seite wachsen, nach oben wachsen, nach unten, stark nach unten wachsen, würde ich euch empfehlen, den Nagel ganz kurz zu machen. Wirklich nur, dass ihr einen kleinen Ansatz habt, wo ihr die Schablone drunter machen könnt und dann den Nagel gerade verlängern. Hierbei kann es natürlich passieren, dass der Nagel versucht, wenn er in seiner natürlichen Form wachsen möchte, das Gel abzudrücken. Ihr müsst euch vorstellen, der Nagel wächst schief, das Gel ist gerade und dann können leicht mal Liftings entstehen bzw. Luft unter das Gel kommen. Dabei würde ich euch dann ein etwas flexibleres Gel empfehlen oder wie gesagt ein Glasfasergel, denn das kann dann so ein bisschen mit dem Nagel mitarbeiten und dann entsteht nicht zu schnell Luft unter dem Nagel. So, das war es jetzt heute mit unserem kleinen Video zu der Schablonenverlängerung. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten, die so im Raum stehen und es relativ gut erklären, auch wenn ich hier keinen Nagelbeißer hatte oder jemand mit einem schiefen Nagel. Falls ich natürlich noch einen Nagelbeißer irgendwo herkriege, werde ich das Ganze hier nochmal etwas zeigen in einem kurzen Video, um das Ganze noch ein bisschen besser zu verdeutlichen. Ja, was bleibt mir noch anderes zu sagen, außer würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bleibt sauber, macht nichts, was ich nicht auch machen würde. Bis dahin, euer Chris.